jetzt mal nicht im Wald unterwegs, sondern hier auf so einer Wiese, auf einer Freifläche, weil wir uns jetzt mal so ein bisschen die Bäume anschauen wollen, die sich nicht im dunklen, dichten Wald wohlfühlen. Da gibt es nämlich auch ein paar Kandidaten. Das sind eher so kleine Entdecker, Entdeckerinnen und Abenteurer, die sich wirklich nicht im Wald wohlfühlen, sondern auf so einer offenen Fläche, die sogenannten Pionierbaumarten, die so offene Flächen für sich erobern. Und ich stehe hier auch schon direkt vor einer Kandidatin, nämlich der Zitterpappel, die ich euch heute dann mal so ein bisschen näher vorstellen möchte. Und ja, wie ihr das schon sehen könnt und vielleicht auch hören könnt, die begrüßt uns hier schon ganz schön, ne, mit ihren wackelnden Blättern, weil da wirklich der leiseste Windhauch ausreicht, um diese Blätter hier ins Zittern, ins Wackeln zu versetzen. Na, und wenn man dann auf so eine Zitterpappel zukommt, dann winkt sie einem dann schon schön zu, wenn nur so ein kleiner Windhauch vorbeikommt. Ja, und das ist eine Strategie von der Zitterpappel, wie sie es packt, eben in diesen ja doch unwirtlichen Verhältnissen, in dieser prallen Sonne, dann klarzukommen und ja ihren Lebensstil zu verfolgen. Aber um mal vorne anzufangen, kann man nämlich auch einfach mal einen Blick auf die Samen werfen und weiß anhand der Samen dann auch schon, in welcher Region oder wo fühlen sich eigentlich die Bäume, die jeweiligen Bäume wohl. Ja, und wenn wir uns mal so die Samen von der Pappel oder auch von der Birke, die wir uns da gleich noch anschauen, mal ein bisschen genauer anschauen, sehen wir, dass die super, super leicht sind. Vielleicht ist euch im Mai auch schon mal noch mal so eine Art Schnee aufgefallen, ne? So richtige kleine Wattebäuschen, die dann meistens, wenn ihr genauer hinschaut, auch von den Pappeln kommen. Man kann dazu auch wirklich ja fast Pappelschnee sagen. Das sind die Samen der Pappeln und die fliegen wirklich hier bei so einem, jetzt gerade kommt so ein schöner Windhauch auch auf. Und da können diese Pappelsamen ganz weit mitgenommen werden, also zum Teil in einem richtigen Sturm auch mehrere hundert Kilometer. Und daran sieht man, dass diese Bäume hier nicht wirklich was mit ihrem Nachwuchs zu tun haben wollen. Ne? Das sind eher so alles so kleine Entdecker, Entdeckerinnen, die so in die Landschaft ausgeströmt werden und die dann für sich einen Platz erobern möchten. Ja, und sobald dann so ein Pappelsamen seinen Platz gefunden hat, am liebsten auch echt auf so einer Freifläche, wo noch kein anderer Baum steht oder auch auf Kahlschlägen ganz gerne, ja, dann fangen die sofort an zu wachsen und powern da ordentlich rein. Die wollen einfach die Ersten am Platz sein und sich dann auch den besten Platz in der Sonne reservieren, damit sie dann schön das komplette Sonnenlicht einfangen können. Ja, und diese wackelnden Blätter, die helfen den Pappeln dabei, das dann auch richtig gut hinzubekommen. Die können nämlich, also so vermutet man, weil die wackeln ja richtig schön und halten dann Ober- und Unterseite schön ins Licht und können somit dann mehr das Sonnenlicht einfangen, als das andere Bäume können. Und so dann auch ja, mehr Zucker produzieren. Mehr Zucker bedeutet auch schneller wachsen und sich dann wirklich den letzten Platz in der Sonne dann reservieren und die Ersten sein, ne, und sich die lästige Konkurrenz so vom Halse schaffen. Ja, was noch eine Besonderheit ist bei den Pappeln, ist, dass sie sich nicht nur über diese kleinen wattebauschartigen Samen verbreiten können, sondern auch über Wurzelausläufer. Die können nämlich Wurzelausläufer bilden und dann so kleine Pappeltriebe neu bilden, die dann alle letztendlich Klone von der großen Pappel sind. Also die sind genetisch komplett identisch. Und das ist auch so eine Besonderheit eben von Pappeln generell. Na, eine Möglichkeit, wie sie sich dann auch über eine große Fläche ausbreiten können. Und es gibt eine Zitterpappel, die hat das wirklich perfektioniert. Die könnt ihr in Utah finden, im Fish Lake National Park. Und da steht eine Zitterpappel, der hat man auch den Namen Pando gegeben, vom Lateinischen, was so viel heißt wie ich breite mich aus. Und der Name ist auch wirklich Programm, weil Pando breitet sich da auch wirklich aus. Und zwar ist es mittlerweile, hat diese einzige eine einzige Zitterpappel es geschafft, eine Fläche von 43 Hektar einzunehmen und quasi einen ganzen Wald mit sich selbst zu bilden. Ja, man hat da um die 47.000 einzelne Stämme gezählt, aber das sind alles eben kleine Klone von dem eigentlichen Pando, von dem eigentlichen Baum, der eigentlichen Zitterpappel. Also total Wahnsinn, wie die Pappel das wirklich perfektioniert hat. Im Kleinen können wir das tatsächlich auch hier bei uns in Wershofen sehen. Und ich zeige euch das mal, wo hier überall kleine Klone von dieser Pappel gerade auf der Wiese stehen. Ja, also ich musste jetzt wirklich schon ein ganzes Stück von der Pappel da hinten bis hier laufen und habe hier noch so einen kleinen Wurzelauslauf, also so einen kleinen Klon gerade von dieser großen Zitterpappel gefunden. Also weiß ich auf jeden Fall, dass die Wurzeln
schon von da hinten bis hierher reichen. Ne? Und wahrscheinlich ja, breitet sie sich auch noch viel mehr aus und wird dann über die Jahre, wenn sie hier dann nicht abgesägt wird, ne, oder wenn hier nicht gemäht wird, würden hier lauter kleine Pappelbabys stehen, also kleine Klone von dieser großen Pappel. Ne? Ihr seht das hier überall, diese ganzen kleinen Wurzelausläufer, die man hier über die ganze Wiese sehen kann. Total verrückt. Ja, das war es jetzt erstmal zu Pappel und ihren Strategien, wie sie wirklich in der offenen Landschaft klarkommt. Und jetzt als nächstes schauen wir uns mal die Birke ein bisschen genauer an. Ja, hier haben wir jetzt eine andere kleine Entdeckerin, die es auch nicht im dichten, dunklen Wald mag, sondern eben ja, für sich neue Plätze erobern möchte und am liebsten so in der freien, offenen Landschaft steht. Nämlich die wunderschöne Birke mit ihrer wunderschönen weißen Rinde. Auch die ist eine Pionierbaumart, ne, und wirklich möchte gerne neue Plätzchen für sich erobern. Und sie hat ein bisschen andere Strategien, als das die Zitterpappel hat. Ja, diese schöne weiße Rinde, die wir sehen und die Birke wirklich zu so einem wunderschönen Baum macht, wie ich finde, die hat nämlich auch einen Grund. Und zwar sind Pionierbaumarten, wie der Name schon sagt, oder halt so diese kleinen Eroberer, die stehen halt meistens alleine, weil sie das auch möchten und weil sie sich, wie eben schon gesagt, so den besten Platz in der Sonne dann reservieren möchten. Deswegen stehen sie auch häufig in der prallen, prallen Sonne, was halt total unangenehm ist für viele Bäume. Ne, die Rinde ist ja letztendlich nichts anderes ja, wie unsere Haut. Also schützt den Baum auch vor äußeren Einflüssen. Und ja, so eine Buche oder so Waldbaumarten, ne, besonders eben auch die Buche mit ihrer dünnen, glatten Rinde, wenn die den ganzen lieben langen Tag in der prallen Sonne stehen würde, dann könnte die genau wie wir auch Sonnenbrand bekommen. Ne, auch wir, wenn wir uns nicht eincremen, dann kriegen wir Sonnenbrand. Und dagegen hat sich die Birke bestens gewappnet. Ne, sie hat sich einfach schon mal vorsorglich ja, ihr weißes T-Shirt angezogen, wie das bei uns ja dann auch im Sommer ist, ne, wenn so die Sonne so richtig knallt, dass wir dann lieber zu einem weißen T-Shirt greifen, weil das schön das Sonnenlicht reflektiert und fernhält, statt zu einem schwarzen, was dann nochmal schön die Sonne anlockt, wo es dann nochmal heißer wird. Genau so ist das mit der weißen Birkenrinde auch und so schafft es die Birke dann letztendlich auch in so krassen Verhältnissen zu stehen, mitten auf einer Wiese, mitten in der prallen Sonne. Ja, so diese Pionierbaumarten, die möchten sich ja am liebsten auch wirklich so die lästige Konkurrenz vom Halse schaffen und hier die Hängebirke, vor der ich gerade stehe, die hat sich da auch ja was ausgedacht, um dem Ganzen vorzubeugen oder sich halt wirklich die lästige Konkurrenz vom Hals zu halten. Ja, denn auch die hängenden Äste sehen nicht nur schön aus, genau wie die Rinde, sondern die haben auch wirklich einen Zweck für die Birke. Wenn nämlich hier dann so ein Windhauch kommt, ne, ihr seht das, also so ein Windhauch, der kann die dann wirklich so ins Wackeln auch wieder versetzen. Und das sind dann wie lauter kleine Peitschen, die Birke dann an sich hat. Ne? Und so peitscht das dann gegen Nachbarbäume so immer stetig, sodass die Nachbarbäume dann auch ja, immer schön einen mitbekommen, so einen Peitschenhieb und dann nach und nach auch kleine Verletzungen bekommen können an der Rinde. Und denen wird es dann auch richtig ungemütlich, ne? Wenn sie so eine Birke als Nachbarin haben. Ja, und weil die Pionierbaumarten eben auch so alles reinpowern, alle Kraft reingeben und möglichst schnell nach oben zu wachsen, werden sie in der Regel auch nicht so alt wie die Waldbäume. Also so 100, 150 Jahre ist so bei Birken, Pappeln, ja, so schon so ein Höchstalter. Aber dann haben die auch alles erreicht, was sie wollten. Ne? Sich häufig dann in die Welt verbreitet und ja, mehr braucht es da gar nicht. Also Pionierbaumarten sind ein bisschen anders unterwegs als die Kollegen, Kolleginnen im Wald. Und ja, das waren jetzt mal so zwei ein bisschen näher vorgestellt, die Zitterpappel und die Birke. Ja, und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr heute was mitnehmen konntet, dann liked doch gerne das Video. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst auch gerne ein Abonnement da. Wir würden uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken. Macht's gut!